Inter hat das Mailänder Derby in der Serie A gewonnen und damit die Tabellenführung auf 4 Punkte ausgebaut. Beim 3:0 bis 1:0 Sieg im Giuseppe Meazza Stadion erzielte Lautaro Martinez 2 Tore für die Gäste. Und 57. Spielminute, Romelu Lukaku sorgte für den Endstand. 66. Die AC bleibt nach der Niederlage Tabellen-Eigen. Spiegel: Das Mailänder Derby ist selten arm an Emotionen. Bereits im Vorfeld der 174. Ausgabe in der Serie A wurde allerdings die Grundlage für ein besonders hitziges Duell gelegt. Beim Viertelfinalsieg in der Coppa Italia von Inter kam es zu einem langen Wortgefecht zwischen den jeweiligen Stürmerstars Zlatan Ibrahimovic und Tommy Lulu. Beide sahen gelb. Ibrahimovic, der die AC in Führung gebracht hatte, flog später mit Gelb-Rot vom Platz. Inter gewann durch ein Tor in der Nachspiel und auch am Tag des Derbys sorgte das Spiel schon vor dem Anpfiff für Diskus. Tausende Fans hatten sich vor dem Giuseppe Meazza Stadion getroffen. Die Anhänger von AC warteten vor dem Anpfiff auf den Mannschaft SB. Trotz geltender Corona- und Abstandsregeln standen die Fans dicht gedrängt zusammen und stimmten laute Fan. Bei der Einfahrt des Busses der Rossoneri zündeten einige bengalische Feuer- und Rauchbomben. Die Partie verlief dann weniger hitzig. Inter war die erste und die letzte halbe Stunde die bessere Mannschaft. Milan konnte in den 30 Minuten, in denen es die besseren Chancen hatte, diese nicht. Die Gäste gingen nach einer tollen Einzelleistung von Lukaku früh in Führung. Der Stürmer nutzte über rechts seine Schnelligkeit aus, scheiterte mit seiner Flanke zwar zunächst noch an Simon Kier. Der zweite Versuch mündete aber in einer präzisen Flanke auf Martinez, der per Kopf aus nächster Nähe traf. Lukaku verpasste das 2:0 nur knapp. 27. Nach und nach fand die AC besser ins Spiel. Tinios Versuch aus knapp 10 Metern ging nur Zentimeter neben den Pfosten. 33.3 Großchancen für AC. Tor für Inter. Nach der Pause hatte Inters Torwart Samir Handanovic seinen großen Auftritt. Innerhalb von knapp 3 Minuten vereitelte der Slowene 3 Großchancen. Erst reagierte Handanovic zweimal ganz stark nach Kopfbällen von Ibrahimovic. 47. Dann entschärfte er einen hart geschossenen Ball von Sandro Tonali. 49. In den Folgeminuten schnürte AC den Gegner in der Defensive. Da allerdings jeder Angriff am Ende über Ibrahimovic lief, gelang es den Gästen, weitere Großchancen zu verhindern. Mehr zum Thema Mailänder Derby im Pokal. Ibrahimovic trifft, Ibrahimovic fliegt, Milan verliert nach Pokalduell. Sperre für die Stratene. Ibrahimovic und Lukaku. Sieg im Serie A Topspiel gegen Lazio. Lukaku schießt Inter an die Spitze und zieht mit Cristiano Ronaldo gleich mitten in dieser besten Phase. Der Gastgeber fiel das 0:2. Christian Eriksen drang mit Tempo in den Strafraum ein und dann auf Ivan Perisic. Dieser spielte den Ball in die Mitte, wo Martinez aus Kurzdistanz nur noch einschieben musste. 7:4. Lukaku krönte seine starke Leistung dann noch mit einem Tor. Nach einem Solo durch das Zentrum traf er aus 16 Metern genau ins linke Eck zum 3:0. 66. In der Folge kontrollierten die Gäste die Partie, ließen Ball und Gegner laufen, ohne aber den letzten Aufwand für einen weiteren Treffer zu bieten. Mit dem Sieg baut Inter den Vorsprung zum zweitplatzierten Stadtrivalen in der italienischen Fußballliga auf 14. Der Klub wartet seit 2010 auf seinen 19. Meistertitel. Damals hatte Inter unter José Mourinho das Triple gewonnen. Im Champions-League-Finale gab es dabei ein 2:0 gegen den FC Bayern.